gesehen. Kommt her, lasst euch umarmen. Oma, du weißt doch, 2 Meter Abstand. Aber können wir an Weihnachten nicht eine klitzekleine Ausnahme machen? Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Auch an Weihnachten, hat Mama gesagt. Weihnachten mit Abstand ist ganz schön doof. Wir würden dich auch wieder mal gerne umarmen. Dabei ist Weihnachten doch das Fest der Liebe und der Nähe. Das mit der Nähe wird dieses Jahr wohl nichts. Wir haben das Weihnachtsessen dabei. Mama hat ganz gekocht. Wenigstens das ist dieses Jahr normal. Dann sagt der Mama lieben Dank. Wäre doch nicht nötig gewesen. Es duftet ganz wunderbar. Ich stelle es dir in den Kühlschrank. Tante Martha hat für die Feiertage auch abgesagt. Sie kam jedes Jahr mit Onkel Heinz von Hamburg aus zu Besuch. Zugfahrt ist ihm zurzeit nicht so geheuer, zu viele Menschen. Aber sie sagte, wir sollen nicht traurig sein. Wir können ja telefonieren. Und wenn Corona vorbei ist, dann holen wir das alles nach. Zum Glück wohnst du hier gleich um die Ecke. Da können wir dich wenigstens auf Abstand besuchen. Aber Weihnachten ist doch jetzt. Das kann man doch nicht einfach auf den Sommer letztes Jahr verschieben. Da hast du recht. Weihnachten ist heute. Und deshalb sollt ihr auch die Köpfe nicht so hängen lassen. Nur Lilly, Mama, Papa und ich. Wem soll ich denn dann meine Geschenke vorführen? Und wem zeigen, wenn gar keiner kommt? Ich sehe, ihr seid traurig, dass die Familie zu Weihnachten nicht kommen kann. Ich bin es auch. Es ist dieses Jahr einfach alles anders, als wir es uns wünschen. Aber deshalb fällt Weihnachten nicht aus. Ich kann mich an Zeiten erinnern. Da war es auch schwer, Weihnachten zu feiern. Aber wir haben trotzdem versucht, es uns ein bisschen weihnachtlich zu machen. Oma, erzähl uns davon. Es war im Winter 1945. Es war das erste Weihnachten nach dem Krieg. Viel hatten wir damals nicht. Durch den Krieg war vieles zerstört. Am Morgen des Heiligen Abends mussten meine Schwester und ich an all die Menschen denken, die Weihnachten nicht bei ihrer Familie feiern konnten. Weihnachten ohne die Liebsten, das ist nicht dasselbe. Wir hatten unseren ältesten Bruder im Krieg verloren und unser Vater, euer Uropa, war in einem Gefangenenlager auf der anderen Seite der Welt. Auf der anderen Seite der Welt? Das ist ganz schön weit weg. Konntest du ihn wenigstens besuchen? Nein, das ging nicht. Es war schon innerhalb Deutschlands schwer zu verreisen in dieser Zeit. Und mit dem Flugzeug war es fast unmöglich. Alle paar Monate ein Brief von ihm. Das musste reichen. Wieso hast du denn keinen Videoanruf gemacht? Die ganze Technik gab es damals noch nicht.
Euer Uropa durfte alle 3 Monate 2 Briefe schreiben, so auch an Weihnachten. Da wurde meiner Schwester und mir klar, dass wir nicht einfach so zu Hause sitzen konnten. Wir hatten nicht viel, aber mit dem wenigen, was wir hatten, wollten wir anderen eine Freude machen. Mit dem bisschen Mehl und Butter backten wir Plätzchen. Auch im Dorf haben wir gesammelt. Da kam ganz schön was zusammen. Was habt ihr mit den ganzen Plätzchen gemacht? Wir baten die Amerikaner in unserem Dorf, uns zum nächsten Gefangenenlager zu fahren, damit wir die Plätzchen dort abgeben konnten. Die Amerikaner waren so gerührt von der Idee, dass sie uns eine große Kiste mit Süßigkeiten gaben und uns dorthin fuhren. Sie waren ja auch weit weg von ihren Familien. Und dann feierten wir Weihnachten mit den Gefangenen und mit den Amerikanern, die uns dorthin gefahren hatten. Wir sangen Stille Nacht und verteilten die Plätzchen. Die Männer hatten Tränen in den Augen. Mit so einer Überraschung hatte dort niemand gerechnet. Wow, die Leute dort dachten bestimmt auch, für sie würde Weihnachten ausfallen. Und dann kamt ihr mit den Plätzchen. Das war bestimmt ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk. Weihnachten wird auch wegen Corona nicht ausfallen. Wir feiern dieses Jahr eben anders. Und der wichtigste Gast wird auch dieses Jahr kommen. Wer soll denn kommen? Alle haben abgesagt. Du, Lilly, ich glaube, Oma meint den Weihnachtsmann. Den meine ich nicht. Gott kommt zu uns. Du meinst den echten Gott, der oben im Himmel wohnt? Ja, genau den Gott. Wie kann denn das sein? Hat er etwa eine große Leiter, die von oben im Himmel bis hier runter auf die Erde reicht? Quatsch, Mia, das ist doch viel zu uncool. Er schwingt sich bestimmt mit ganz vielen Engeln durch die Luft. Oder er kommt auf einer Wolke geflogen. Oder einer Feuersäule. Komm, Lilly, das müssen wir uns unbedingt angucken. Da könnt ihr lange warten. Kommt her! Ich erzähle euch, wie Gott zu uns Menschen kommt. Zu derselben Zeit befahl Kaiser Augustus im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius in Syrien regierte. Da machten sich alle auf,
um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen. Jeder in seiner Heimatstadt. Warum will der Kaiser denn wissen, wie viele Menschen in seinem Land leben? So weiß er, wie viele Menschen Steuern zahlen müssen. Und er findet die heraus, die das Geld in ihre eigene Tasche stecken, statt es ihm zu zahlen. So, jetzt will ich aber weiter erzählen. Auch Josef hörte von der Volkszählung. Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er stammte aus dem Königshaus und der Familie Davids. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Mussten Maria und Josef den ganzen Weg nach Bethlehem laufen? Den ganzen Weg von Nazareth nach Bethlehem sind sie gelaufen. Sie haben lange gebraucht. Maria war schwanger. Das Kind sollte in den nächsten Wochen auf die Welt kommen. Das war die Hölle und ganz schön gefährlich. Die Hitze machte ihn zu schaffen. Maria und das Kind konnten sterben. Arme Maria. Aber sie haben es bis nach Bethlehem geschafft. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden. Das Kind musste in einem Stall geboren werden. Wieso hat denn niemand dem Bein ein Bett gegeben? Das ist so gemein. Die Stadt war voll. Es wollten ganz viele Menschen nach Bethlehem. Da blieb für Maria und Josef und das neugeborene Kind nur der Stall übrig. Aber dann geschahen plötzlich wundersame Dinge. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Einmal trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und bekamen große Angst. Wow, ein echter Engel, da wäre ich aber auch erschrocken. Der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst, seht doch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird große Freude herrschen, denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr, und dies ist das Zeichen, an dem ihr das erkennen werdet. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe und sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, komm, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns die Geschichte an, die uns der Herr gerade erklärt hat. Die Hirten liefen hin. So schnell sie konnten, sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in einer Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind erzählt hatte. Alle, die es hörten,
staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria prägte sich ihre Worte gut ein und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genauso, wie ihnen der Engel gesagt hatte. So kam Gott zu uns Menschen. Gott kommt als Baby zu uns auf die Welt? Als kleines Kind in einem Stall. Wow, das ist ja noch viel cooler, als ich es mir vorgestellt habe. Gott wird einer von uns. Wie toll ist denn das? Er hat uns ganz schön lieb. Wisst ihr, worüber ich am meisten staune? Ich bin immer noch ganz baff, dass Gott in einem dreckigen Stall geboren wird und nicht in einem Palast. Da hätte ich ihn nämlich gesucht. Gott kommt uns ganz nah. Er überwindet den Abstand zu uns Menschen. Er wird nicht als großer König oder mächtiger Herrscher in einem Palast geboren, sondern als kleines Kind in einem Stall. So überwindet er die Distanz zu uns. Ich flipp gleich aus, das wird ja immer besser. Also feiern wir auch dieses Jahr Weihnachten ohne Abstand? Ja, genau. Wie die anderen Jahre auch.